Montagmorgen, 7.45 Uhr. Ein ganz normaler Schultag an einem Gymnasium beginnt. An die 800 Schülerinnen und Schüler strömen jeden Tag in das am Kai liegende Gebäude. Bei dieser großen Schülerzahl sind Konflikte so gut wie vorprogrammiert und meistens finden sie nicht einmal zwischen Lehrern und Schülern, sondern zwischen Schülern untereinander statt. Diese Konflikte können durch Missverständnisse, Mobbing, Eifersucht und Kränkungen entstehen. Es ist oft auch eine Tatsache, dass sich die Schüler untereinander nicht aussprechen, was zur Folge hat, dass der Konflikt nicht gelöst wird. Also dann gleich ein Aufwärmbeispiel aus dem Klettergarten. Wir haben einen Bergsteiger und der hängt an zwei Seilen. Eines läuft horizontal nach links, das andere unter 45 Grad nach rechts oben. Seine Masse beträgt 70 Kilogramm. Die beiden Seile müssen das tragen. Wie stark sind sie belastet? Das beantwortet uns jetzt der Felix. Jetzt hast du einen Pfeil gezeichnet, einen Vektor. Was bedeutet denn der? Ja, da, die Masse. Die Masse ist kein Vektor. Den Kletterer. Der Kletterer ist erst recht kein Vektor. Kraft. Kraft. Und die Kraft wird jetzt aufgeteilt auf die beiden Seile. Wie geht das? Da haben wir was ganz anderes getan. Na, okay. Dann. Ja, dann wirst du den Gipfel nicht besteigen. Du bist so der Nupa, oder? Du hast eigentlich irgendwas. Die Schüler wollen bei Problemen meist nicht zu einem Lehrer gehen, da sie ihn nicht in ihre Privatangelegenheiten einweihen wollen. Eine der Möglichkeiten der Konfliktlösung ist, dass Schüler Schüler helfen. Diese ganz besondere Art der Konfliktlösung nennt man Peer-Mediation. Peer-Mediatoren sind Schülerinnen und Schüler, die den Streitenden helfen sollen, ihre Probleme untereinander mit Gesprächen zu lösen. Ich sehe gerne, nehmt es mir nicht ernst, ich will euch was anderes anbieten. Hey, hast du schon mal was von Mediation gehört? Sie sind unparteiisch und geben den Streitparteien Hilfestellung bei der Suche nach einer Lösung ihres Konflikts, mit der beide Parteien gut leben können. Vor dem Beratungszimmer der Peer-Mediatoren gibt es einen Briefkasten, wo Schülern, die untereinander einen Konflikt haben, die Möglichkeit geboten wird, ihre Sorgen und Anliegen zu deponieren. So kann die Peer-Mediation auch zur Verbesserung des Schulklimas beitragen. Ich stelle mich kurz vor, ich bin die Tammy, ich bin Mediatorin, gehe in die 8. Klasse. Das ist der Daniel, der geht auch in die 8. Klasse, ist eben Mediator.
Ja, studiere ich auch bitte noch kurz vor? Ja, ich bin der Lukas, gehe in die 6. und bin da. Ich bin der Felix, gehe in die 6. bin 15 Jahre alt. Also, ihr geht in die gleiche Klasse? Ja. Okay. Also, zu Beginn gibt es mal ein paar Regeln zur Mediation. Und zwar ausreden lassen, keine Gewalt, keine Beleidigungen und Ehrlichkeit. Ist das klar? Ja, ja. Okay, dann kommen wir jetzt zur eigentlichen Mediation. Das Ganze läuft so ab, dass einer von euch jetzt den ganzen Konflikt und alles, was passiert ist, aus seiner Sichtweise uns schildert, dabei eben nur mit uns redet. Und das Ganze kommt dann umgekehrt, dass der andere das aus seiner Sichtweise uns erzählt. Und dabei vom anderen bitte nicht unterbrochen wird. Wer möchte anfangen? Mediatoren sorgen für einen strukturierten, fairen Gesprächsablauf und für die Einhaltung von Gesprächsregeln. Sie helfen den Anwesenden, sich über Standpunkte, Gefühle, Wünsche und Lösungsideen bzw. konkrete Entscheidungen klar zu werden. Sie bieten eine Hilfe, Ursachen und Hintergründe eines Konflikts herauszufinden und sind dabei immer um Allparteilichkeit bemüht. Mediatoren helfen durch ihre Gesprächsführung, die unterbrochene Kommunikation zwischen den Konfliktpartnern wiederherzustellen. Ein Mediationsgespräch wird in verschiedene, voneinander klar abgegrenzte Phasen unterteilt. Zu Beginn begrüßen die Mediatoren die Konfliktparteien und erklären die einzuhaltenden Regeln, mit denen alle einverstanden sein müssen. Jede Seite stellt ihre Sichtweise dar, die Mediatoren hören aktiv zu und stellen Verständnisfragen, wobei sie darauf achten, dass keiner unterbrochen wird. Die Mediatoren machen sich ein detailliertes Bild und fassen den Konflikt noch einmal zusammen. Also, dir geht es jetzt nicht so viel um das Mobbing, sondern eigentlich mehr um das Mädchen. In einer zweiten Phase wird versucht, die Konflikthintergründe herauszufiltern und bewusst zu machen. Aber das Mobbing ist nur eine Folge von dem, dass ihr eigentlich um ein Mädchen streitet. Beim nächsten Schritt geht es um folgende Fragen. Was soll erreicht werden? Welches konkrete Ziel soll angestrebt werden? Anschließend sollen die Konfliktparteien selbst Lösungen, Ideen, Vorschläge einbringen, um die Ziele zu erreichen. Für mich wäre es so in Ordnung, wenn er sich ein bisschen von dir fernhaltet und wenn er aufhört, mich so zu mobben ein bisschen. Ja, das haben wir wenigstens auch einig. Seht ihr das, also was euch am liebsten, ihr sagt jetzt ja, wir halten uns beide von dir fern und schauen mal, was sie macht. Also ja, genau. Überlasst sie die Entscheidung. Ja. Okay, dann schreibe ich das jetzt noch auf, wenn das für euch in Ordnung ist und ihr unterschreibt das dann. Okay. Wenn sich die Streitenden auf einen Lösungsweg geeinigt haben, werden die Vereinbarungen schriftlich fixiert und von allen Anwesenden unterzeichnet. Falls notwendig, kann auch ein Folgetermin vereinbart werden. Ich würde das Ganze zu dem Handschlag noch besichtigen. Schön. Tiermediation ist eine erfolgreiche Alternative, um Konflikte friedlich zu lösen und ein wichtiger Bestandteil zur Verbesserung des Schulklimas. So, unser nächster Programmpunkt ist ein Mediationsrollenspiel. Ich habe mir überlegt, wie sich zwei streiten und ich habe die Kärtchen. Ich bräuchte als erstes einmal zwei Mediatoren, die sich freiwillig melden. Wer von euch möchte gerne Mediator sein? Super, Thomas und Clara. Ich bräuchte zwei Konfliktparteien. Die Ausbildung zum Peer-Mediator beinhaltet neben der reinen Ausbildung zu Mediatoren auch das Kennenlernen und Trainieren von Kommunikationstechniken. Eine wichtige Funktion in der Vorbereitung auf das Durchführen einer Mediation haben Rollenspiele. Diese werden gefilmt und im Anschluss selbstkritisch ausgewertet und besprochen, um erkennbare Fehler beim nächsten Mal zu vermeiden. Wir haben jetzt die erste Szene gesehen. Was ist den Einzelnen von euch so aufgefallen? Durch die gemeinsame Arbeit entwickelt sich ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl und jeder Einzelne gewinnt soziale Kompetenzen durch die Beschäftigung mit den Konflikten. Ja,
mir voll gut gefallen, wie ihr dann dazwischen gegangen seid, wieder zum Raufen anfangen. Was ist denn eigentlich mit eurem Mädel? Sag mal, schau nach hinten.